des ruhmreichen Neue Kleider. Die Hommage an den Aufstieg der Clubfrauen in der vergangenen Saison wird am kommenden Wochenende von beiden Profiteams in ihren Punktspielen gegen St. Pauli und den SC Freiburg getragen. Na, es ist eine wunderbare Verbindung zwischen Frauen und Männern. Und das finde ich ist schon mal wichtig, weil wir sind ja von beiden Hauptsponsoren. Und da können wir eine gute Brücke schlagen und natürlich auch nochmal den Frauen mehr Bedeutung geben, als sie vielleicht in der Vergangenheit auch hatten. Am Abend der Veröffentlichung hatten 25 glückliche Mitglieder und 5 Mini-Clubberer, jeweils mit Begleitung, die Gelegenheit, das neue Sondertrikot als allererstes live und zum Anfassen zu erleben. Und das alles in den heiligen Hallen des Max-Morlock-Stadions, inklusive der Heimkabine. Wenn wir reinkommen, dann hat unser Zeugband schon Musik laufen, weil er vor uns da ist. Und dann meistens Johannes Geis vorm Spiel. Und nach dem Spiel, wer Lust hat, meist Karl Klaus. Mit dabei waren natürlich auch Spielerinnen, Spieler, Trainer und Vorstände des 1. FC Nürnberg. Also reichlich Zeit für Fotos, Autogramme und lockere Gespräche. Ja, ich glaube, für die Mitglieder ist es natürlich eine richtig coole Aktion, auch was sehr Besonderes. Ich glaube, sie wussten nicht, was auf sie zukommt und umso schöner ist es dann, ja, so ein schönes Sondertrikot präsentiert zu bekommen. Ich glaube, der Club ist jetzt auch mittlerweile dafür bekannt, dass wir immer wieder mal eine schöne Aktion für unsere Mitglieder haben. Und das, finde ich, ist dann schon sehr selten. Was hat es eigentlich mit dem Spruch auf der Brust auf sich? Wirklich super emotional, weil den Spruch habe ich gesagt, eine Woche nachdem ich mir das Kreuzband gerissen habe, in unserer Doku. Und ja, da spielen extrem viele Emotionen einfach mit. Die größte Überraschung verkündete dann Jannes Horn. Jedes Mitglied bekommt ein Trikotgeschenk und ist gesponsert von Adidas. Wunderbar. Finde ich eine sehr gute Idee. Gut aufgezogen, sind relevante Leute da. Es ist sehr witzig, ja. Ich finde es sehr schön und ich finde es auch klasse, dass der Club sowas macht. Man lernt neue Leute kennen, die Spieler, den Sportvorstand. Ich liebe diesen Verein, das ist so einfach geil. Wie gefällt denn das neue Gewand? Auch sehr gut, weil es einfach auch dann die Symbiose dann zwischen Herren und Frauen dann einfach dann hier quasi das ganze Trikot dann darstellt. Dann. Also ganz klasse macht ihr das, ja. Ich finde es mega. Also ich finde die Idee hier schön, auch mit dem Schwenken hin und her. Super, klasse. Finde es sehr cool. Die Farben gefallen mir super, passt zum Club. Ähnlich so ein bisschen zum Max-Morlock-Trikot vor ein paar Jahren, was natürlich weinrot war, aber die Farben passen natürlich perfekt und ganz schwarz gefällt mir auch sehr gut. Deswegen insgesamt sehr, sehr gelungen. Du möchtest auch die Chance auf solche exklusiven Events haben und dir viele weitere Vorteile sichern? Dann werde jetzt Clubmitglied. Alle Infos findest du auf fcn.de/Mitgliedschaft.